glaube echt, ihr habt eine echt falsche Vorstellung davon. 500, ich war gerade 500 Quadrat. Ich glaube, das haben wir ungefähr. Ich weiß gar nicht. Ja, die Schütten, sowas machen Bonds noch nicht. Eben, also damit bin ich aus dem Schneider. Switch von den Astana Dragons gewünscht. Der ist eingetreten. Das heißt, jetzt geht es also auch live. Astana Dragons gegen ESC. Und ESC darf vorlegen auf einer Map, ja, auf der sie, glaube ich, gut ausgesehen hatten. Und das... Das hier steht Kopf. Wunderschön. Also kann ich vielleicht doch nochmal schnell Record. Ich glaube, so krank hatten wir es echt selten gehabt. So. Also, jetzt also hoffentlich live. Wir haben immerhin 4 Kevlar-Spieler bei den Tees und 2 bei den Astana Dragons. Snacks. Na, Safe Smoke eigentlich nur gegen Mitte. Will jetzt wohl auch ein bisschen Stress machen. Und dann ist da über, aber gebündelt hier übers A-Haus. Und da steht keiner am Jungle. Und jetzt kommt alles. Da fehlt vielleicht zwar noch eine Smoke, um Kerrigan oder Jungle eins von beiden abzusmoken, aber okay, die hätte vielleicht sogar Snacks werfen können. Aber nachher ist man immer schlauer. Snacks gewinnt zum Beispiel das eine Aim-Duell schon mal und kann die Bombe legen. Angel jetzt mit Adrian hier. Es sind keine Def... Doch, ein Def-Kit. Bei Adrian ist ein Def-Kit. Lucia auch schon mit einem Frag. Aber es ist jetzt extrem schwer für die CTs. Die Ts sind sehr gut verteilt. Bombe liegt aber gut. Die kann Adrian durchdiffusen. Die kann Adrian durchdiffusen und er diffust... er diffust sie sogar durch. Also sieht man mal, wie der... Wie die Effizienz ist bei solchen... wie die Effizienz ist, einfach mit einem Def-Kit zu spielen. Ein einziges Def-Kit reicht vollkommen aus, das muss man auch sagen. Richtiger Fazit, Oleg beauftragt die Erde zu schütten. Mann, hier, was habt ihr für Vorstellung? Damit also gewinnt Astana ihre, die Pistol. Aber nur eine, ja, Sparrunde jetzt noch für das polnische Team. Worst Guy, hat das nicht mal Hyper auch als Bild gehabt? Jetzt Berli. Ja, auch weiß ein Taz macht den First Frag und holt sich die Farmer sogar ab hier aus dem Döner. Ah, oh, Neo, da wird er voll in die Schlinte laufen, in die Nova. Keine Chance, aber... Das kann zumindest dann Dosia ausschalten. Snacks jetzt alleine noch mit einer Shotgun. Gegen 3 und dahinter eben. Was? Adrian hat ihn nicht gesehen? Wie hat er den denn nicht gesehen? Aber seine Brille nicht aufgehabt. Bombe liegt da unterm Döner. Und hat eine wirklich gute Position. Mit etwas Glück kann er wirklich was ausschalten. Aber Adrian. Macht den Frag dann. Ja, und Astana hat 2 Waffen verloren, das ist auch in Ordnung. Warum ist denn der Streamer mit Bonzen TV in? Was ist denn hier los hier? Flamet mich doch noch mehr tot. Jetzt fällt mir auch gerade ein, dass ich in der Steam-Gruppe keinen Hinweis gegeben habe, dass ich live bin. Vielleicht hole ich das dann gleich, falls Pause ist, nochmal nach. In der Halbzeit. So, Angry Pony, auf deine Frage, mit welcher Resolution die meisten Pros spielen, da könnt ihr eigentlich am besten auf die Streams gehen von den Profis. Dort seht ihr dann eigentlich immer, also dort steht ihr normalerweise immer ein Infoblatt oder halt unten in den Informationen, wie die Profis spielen.
Nochmal Keller First Frag kann auch Neo ausschalten und damit ist diese Runde jetzt die erste Equip eigentlich auch schon fast safe für die Dragons. Biani wird hier noch nachgepusht. Macht noch den Frag. Das. Ja, ein bisschen allein gelassen da. Steht aber extrem gefährlich gerade. Ja, jetzt ist auch gesehen worden. Keine Chance, Biali. Kann noch einen ausschalten. Ah, das ist ganz okay. Noch eine Waffe geholt. Biali damit der Einzige, der überhaupt nur Frags gemacht hat in der Runde eben. Hey, Dragons. Ja. Setzen sich da ein kleines bisschen ab. Noch eine Echo natürlich für SC. Danach wollen sie wahrscheinlich wieder durchstarten. So, die Bombe kommt jetzt über den Weinkeller mit zum A-Spot. Da haben sie aber nicht wirklich Raum gewonnen. Vor allem Neo hat ja eigentlich Contact gehabt und wird auch geholt. Bombe ist jetzt bei Taz. Ja, ziemlich schlecht gelegen. Wird auch geholt von Markelov. Pascha alleine. Ja. Und damit bisher keine wirklichen Probleme für Astana. Zwei ausgeglichene Runden geholt, zwei Anti-Ekos auch ohne Probleme. Und jetzt wieder die Chance für ESC. Ein bisschen was zu reißen. Da kommen gute Nades. Obwohl bei gegen Kevlar ist das sowieso nie safe. Oh, Biali. Steht. Oh, da steht. Oh, Biali hat da nicht die Waffe von Edward gesehen. Edward mit 2, Edward mit 3. 4 Frags jetzt insgesamt von ihm. Nett, das ist aber auch wieder typisch Edward. Ja, das hat die Runde entschieden, dass der Biali nicht die Waffe gesehen hat. Denn wenn er da die Waffe sieht, kann er da direkt reinzielen, kann auch noch was sich die Wand holen. Und dann ist der B-Spot frei. First Track für die T's. Sie haben gekauft nochmal, was geht. Oh, Snacks mal mit einem Frag. Haspel, aber ja, konnten sie nicht wirklich halten. Da gab es noch ein bisschen weiteres Potenzial für Dosier, aber hier kommt da gut in den Döner rein. Wir müssen jetzt noch den Frag gegen Edward machen. Dosier fällt auf dem Haspel, Angel allein mit 2 HP. Das sieht man nach der ersten Runde aus hier für ESC. Das Geld misst wie hier hoch. Ja, schon ganz stattlich für die Dragons. Und die können wir 1-2 Runden kaufen. So, Markelov jetzt mal mit einer AWP. Markelov kann Pascha holen, ohne auch nur einen einzigen Hit zu kassieren. Angel mit einem Folgefrag gegen Action, da stand Biali. Wow! Und Snacks. Vollkommene Panik bekommen da. Adrian kann dann locker den Frag machen. Und da ist alleine gegen 5. Oder man hat Taz auch schon mal einfachere Aufgaben gegeben, sagen wir es mal so. Ich bin heute auch nochmal Deutsche. Ja. Alternate spielt 3D Max wohl leider nicht. Da stand, dass es verschoben wurde, aber Alternate spielt noch. Die Dudlers, das ist ja stimmt, und da natürlich bei der EMS One. Oh! Der war sahnig.
Und wenn ihr euch immer fragt, wo es was gibt an Streams, dann geht am besten einfach auf 99 Damage. Und da seht ihr jeden einzelnen Stream, jeden einzelnen Match, was übertragen wird. Da passen wir auch ganz, ganz doll drauf auf, dass es da immer aktuell ist. Wir haben Astana Dragons direkt wieder die Folgerunde holen, damit ja ESC so gut wie broke sind. Sie kaufen aber nochmal ein. Ich glaube, weil ihre gewonnene Runde ziemlich eindeutig war, da hatten sie, glaube ich, dann ein bisschen Geld gut gemacht. So, jetzt kommt der Snacks raus. Der kann sich sogar mal eine Waffe besorgen. Hat auch Kevlar Helm. Neo auch. A-Spot damit frei. Aber es dauert wieder ein bisschen lange, bis die Bombe hier am Spot ist. Haben wir zumindest gelegt. Das sieht nicht schlecht aus. 5 gegen 3. Ich glaube, alle relativ gut noch mit Kevlar Helm unterwegs. Kein Equipment mehr. Das kann ihnen egal sein. Sie haben die Bombe gelegt. Lucia hat sich jetzt auch verraten. So, und das hier fällt jetzt Markelov, letzter Mann. Oh, er bringt sogar seine Waffe noch durch seine AWP. Die Frage ist doch wohl eher, wieso er in der Kaserne einfach hier gucken kann und nicht dafür zugezogen wird, sich ein bisschen durch den Schlamm zu robben. Der liebe Koma. Ja, also wieder Runde für ESC und jetzt langsam geht es dann beiden Teams sogar mal ans Geld. Easy an einen Frag ran. Das war hier auch unnötig. Pascha jetzt hat hinter sich Contact, das ist Adrian. Avatar ist wieder alleine. Gegen drei diesmal immerhin nur. Ja. Das ist dankbar für das hier. Und jetzt dürfte dann SCK kein Geld haben. 1, 4, 4. Na, sie kaufen trotzdem, auch wenn da Neo wahrscheinlich sich nur Kevlar holen wird. Er holt sich nicht mal Kevlar. Ein paar Granaten holt er sich. Das kann sogar ziemlich voll kaufen. Nehme ich trotzdem. Ja, we go wohl jetzt. Ja, die Frage ist auch hier, wie gut soll der denn, wie soll der denn aufgehen in aller Herrgottes Namen? Jetzt mal viele Flashes auf einmal, da stehen aber schon Edward und Lucia. Und Edward kriegt wieder einen Gratis-Frag. Das sieht bei dem auch immer so einfach aus, genau wie bei Get Right. Das sieht so aus, als wäre das schon wirklich eine Einladung dazu, einfach die Frags zu machen. Aber man selber kommt da nie dazu und findet das übertrieben unfair. Ja, hat immer noch keine Waffe. Wird geholt, Pascha mit 7 HP, auch keine Chance. Und jetzt auf jeden Fall, jetzt darf ESC sparen. Jetzt haben sie da echt keine andere Wahl. Mit Dragons mit der Chance, sich jetzt wieder ein bisschen Geld aufzubauen. Tatsächlich mal. Ja, okay. Aber das sind jetzt auch wieder einfache Cracks für ihn. Und wir haben Markelov, die kriegen ja natürlich alles ab. Da ist keine Chance. 5er Runde Markelov überlebt mit 99 Damage. Ja, und damit wird das wohl dann doch eigentlich allzu lange. Ja,
nicht allzu langes Match. Wenn jetzt Astana schon 9 CT-Runden holt und ESC nicht sich irgendwas einfallen lässt, dann dürfte das eigentlich nur eine Frage von der Zeit werden, wie viele Runden da ESC holen kann. Vor allem ESC wage ich meine auf der CT-Seite, auf der T-Seite eigentlich sehr, sehr gut. Also, eigentlich war, glaube ich, T-Seite ihre starke Seite. Sie hatten auf jeden Fall eine Seite, auf der sie wirklich sehr, sehr stark waren hier, auf Mirage. Ich weiß jetzt nicht eben, was von beiden es war, aber es war auf jeden Fall, ja, normalerweise ganz beeindruckend. Edward. Er kann jetzt hier immer weiter ausschließen nach hinten. Jetzt geht er selber vorne, holt sich auch noch den letzten. Und damit Astana nach 12 Runden schon zweistellig. 10-2. Ja. Einen schnellen Boost den Mini-Dönern hatten sie früher auch öfters gebracht. Eco bei ESC. Ja, Edward nur 19 HP, kommt er gerade noch so weg. Jetzt pusht aber mal Adrian. Oh, das ist doch ganz angenehm hier für die Astana-Spieler. Ne, ist doch nicht mehr angenehm für die Astana-Spieler. Statten eigentlich wirklich die T's sehr, sehr schlecht. Hier. Aber Pascha nochmal richtig spannend. 3 Frags von ihm. Er hat 16 HP und er hat die Bombe. Oh, Markelov geht auf Contact. Markelov geht sogar auf Contact. Ah, er hat keinen Step. Und deswegen denkt er wohl, dass es A wird. Das ist natürlich auch bitter aus seiner Sicht. Oh, 14 gegen 16 HP. Kann die Bombe legen. One on one. Markelov hat nur, in Anführungsstrichen, nur seine AWP. Apache hat so gut wie keine Hitpoints mehr und hat kein Kevlar. Das heißt, auch ein P250-Hit reicht. Der den ersten Hit setzt, holt die Runde. Oh, Markelov! Jackpot! Was ein Jackpot! Und das reicht nicht! Da sage ich mal wieder, der den ersten Hit setzt, gewinnt die Runde. Und das ist natürlich nicht der Fall. Könnt ihr mal wieder ein Strichchen machen. Zu der alten Fail-Sache bei mir. Wrong Call. Ja, wo war das Kit? Eine wunderschöne Frage eigentlich. Wo war das Kit? Denn eigentlich hatten sie ja genug Geld. Sie hatten so solche Tonnen von Geld. Hätten sie sich aber echt eine Firma, sag ich mal, kaufen können, die das herstellt. Und wir snacken jetzt mal ein bisschen Contact am Switch. Markelov kann das sehen, aber auch nicht wirklich Damage machen. Jetzt die Nate kommt gut. Pusht Action. Da steht Viali. Er konnte ihn sehen. Das Audrey hat mal richtig, gerade mal eine gute Sekunde hier. Ja, ein
Es sind nur noch 30 Sekunden auf der Uhr. Also langsam muss ich jetzt hier schon was überlegen, was sie machen. Und Astana muss im Gegenzug ja auch ihre Spots wieder gut decken. Edward und Dozier sind hier am A-Spot. Snax ist jetzt sogar im Döner drin. Da kann ich den Track machen. Boah, Dozier, der stirbt ja überhaupt nicht. Jetzt doch. Aber die Runde geht auch dann an Astana. Die haben keine Zeit mehr, SC. Damit haben wir ein 11 zu 3 für die letzte Runde. Ey, netter 113er Ping, wie immer bei ihm. Also Latenz, ja, Unterschied eigentlich. Wohl Ping? Ich glaube eigentlich ist es Latenz. Ja, damit letzte Runde natürlich wieder trotzdem gekauft, was geht. Bombiali. Schon direkt auf 15 AP runtergeschossen. Da hätte sich vielleicht auch erst hier nach einiger Zeit was anderes überlegen müssen. Die Action haben sie eigentlich nie wirklich eingenommen. Dass sie entweder freispielen, den Spot. Nur auf Rack gehen, irgendwo mal einen zu kriegen. Oder dann wirklich dann versuchen auch die Action einzunehmen, dann mal aktiv. Ja, natürlich keine Frage, warum Adrian den riesen Ping hat. Nur deswegen hat er ja eigentlich auch immer Probleme gehabt. So ein paar Mal nicht mal, glaube ich, gespielt gehabt. Ja, 12 zu 3 Halbzeitstand. Ja, also, und dann haben wir eine zweite Halbzeit. Astana führt mit 12 zu 3 Runden hier auf die Emirage gegen ESC Gaming. Und das auch ohne wirklich in Bedrängnis zu geraten, das muss man auch dazu sagen. Stil souverän und ohne Sorgen runter. Dafür müssten sie jetzt aber trotzdem die Pistol holen, um da schnell vorbeizukommen. So, und sie gehen ganz einfach auf den A-Spot drauf. Kerrigan pushen sie sogar. Naja, sind zwei Spieler. Das ist. Ah, Snax und Viali. Und da war ich gerade auf Snax drauf, da bin ich auf Tars drauf gekommen, weil die Nummern leider so ein bisschen schwer zu lesen sind bei 720p. So, an der Stelle nochmal. Ja, Bombe liegt jetzt schon. Da ist auch dein Dev-Kit. Der ist auch schon ziemlich nah on Spot. Und da wollte Angel, glaube ich, sogar mal den Schlitzer auspacken. Vier Überlebende für Astana hier. Und das ist natürlich dann eine eindeutige Message gerade. Wir sind die Bosse im Osten. Unsere Familie macht hier Business. Ja, damit eine Eco wahrscheinlich die ESC noch spielen wird. Danach werden sie dann doch kaufen. Viele Optionen haben sie eigentlich nicht. Das von daher wäre es optimal für sie, wenn sie ein paar Waffen holen könnten.
Und jetzt Snacks mal hier Weinkeller gepusht. Und kommt sogar noch weg. Wer stand da noch drin? Das steht hier. Im Dunkeln. Sofort gesehen, hat wahrscheinlich auch vergessen. Der Schalli war doch ziemlich eindeutig. Ah, Bascha mit 2. Wow, wow. Und Edward hat ein bisschen Glück. Trotzdem jetzt Edward gegen Bialy. Oh, der kann Bialy sehen. Und kann den Frag auch machen. Aber 4 Waffen gezogen, das ist sehr gut aus Sicht von ESC. Jetzt können sie ohne Probleme gegenkaufen. Jeder erstmal hat genug Geld. Zudem werden einige Terroristen jetzt nur ziemlich schwach equipped sein. Akerlof mit Galil. Und Angel hat eine gedroppte AWP bekommen. Also sind beide Teams sehr, sehr weit unten. So, jetzt werden wir gegen Bialy und Bialy macht den Frag. Kommt auch weg, aber da gibt es schon weiteren Push. Markelov kann den Break machen. 4 gegen 4. Na, Pascha. Kann aber auch noch einen holen. Taz ist auch schon weg. Jetzt liegt es an Neo und Snacks. Was ist das denn für ein M4? Ah, er braucht einen. Ich weiß nicht, ob jemand draufbleiben soll. Autodirect hilft er ja auch nicht allzu sehr. 2 gegen 2. Keine Deathkits aber auch da. Und Angel macht es. Damit 12 Matchbälle. Und ja, also der Hall ist, weil es hier noch ein bisschen leer ist im Raum. Der Raum ist nicht allzu klein. Den habe ich auch gerade eben gezeigt. Von daher schauen wir mal, wie es in Zukunft wird. Ich wollte mal die anderen Modi ausprobieren, aber die haben mir jetzt nicht ganz so gefallen, die ich da hatte. Problem ist, dass der Ton ein bisschen blechern ist, also dass es so ein bisschen schlecht sich anhört, ein bisschen unrealistisch. Trotzdem natürlich, jetzt wird nochmal gegengekauft, was geht bei ESC, aber ja, schon 2 Frags, 5 gegen 3. Bialy, Neo und Taz müssten das jetzt allein richten, das wird eine ziemlich heftige Klatsche dann. Bialy kann eine holen. Taz hier, ja. Boah, macht er einfach gegen Adrian. Boah, Neo mit einem. Ah, aber kann keinen zweiten holen. Das wäre ganz, ganz bitter, dass er da keinen zweiten machen konnte. Jetzt hätten sie den Turn 1 gehabt jetzt. Boah, mag ja noch voll Taz mit einem Sondershot hier. Sonntagsschuss. Aber Neo 15 HP. Soll da nicht sehr viel zu holen sein. Gesehen, das hier schiebt rum. Schön gemacht von Astana in der letzten Runde. Damit 16 zu 3 das Endergebnis hier.